Okay, letzte Folge lief nicht so gut. Hat ja noch vergessen, die Tränke zu trinken. Nein! Aber ich habe mal nach einer Bossliste gegoogelt. Anscheinend können wir vor Omorov noch zwei andere Bossgegner besiegen. Einmal Ivy und dann noch einmal Malugas. Malugas? Ja, Malugas. Oder so ähnlich. Und das sollen wir auch mal machen, denn vielleicht droppen die noch ein paar Sachen, die uns im Kampf helfen könnten. So, den Scanner für Ivy haben wir ja hier schon gesehen. Der ist bis auf den Giftschleim auch relativ billig. Müssen wir mal gucken, ob wir noch 90 Giftschleim irgendwo rumliegen haben. 8 Zahnräder haben wir noch. 8 antike Edelsteine auch. Allerdings nur 56 Giftschleim. Kann man diese Statue überall hin mitnehmen? Oder braucht der ein Haus? Sonst nehmen wir die einfach mit ins Biom da oben. Und dann können wir hier oben einfach noch ein paar Schleime töten und uns das Item gleich da oben herstellen. Denn der Schleim soll irgendwo hier in diesem Arceus-Biom sein. Wir sollten uns allerdings noch ein paar Tränke mitnehmen. Das heißt, wir bräuchten den besseren Destilliertisch. Glaube ich, gab es noch einen, oder? Nee, wir brauchen 25 Holzbretter und 10 Scarlet-Barren. 25 Holzbretter und 10 Scarlet-Barren. Und dann stellen wir uns den Destillerietisch her. Na, stellen wir einfach mal hier hinten mit zu. Können wir gucken. Hier gibt es jetzt große Heiltränke. Den Fokustrank, den Wächtertrank und Giftheiltrank. Und große Bomben. Oh, man kann sich Giftschleim herstellen. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Da kommen wir auch nicht auf die benötigte Menge. Aber die Tränke sind aber ziemlich teuer. Was kosten hier die normalen Tränke? 3 Larvenfleisch, 3 Schleim. Steinertrank ist auch relativ billig. Vielleicht machen wir uns doch lieber die. Aber erstmal gucken wir, was wir noch an Tränken übrig haben. Das sollte aber auch noch mal reichen für einen Bosskampf. Ich hoffe mal, dass der Schleim nicht ganz so stark ist. Okay, wir hätten, denke ich, alles, was wir brauchen. Den Stein, die mechanischen Teile und Edelsteine. Ich hoffe, das passt. Wir gucken noch mal kurz, ob wir irgendwie den Händler draußen hinstellen können. Oder ob der ein Haus braucht. Ne, ich kann ihn einfach überall benutzen. Okay. Dann kommt er mal mit. Dann fahren wir mal noch schnell ein bisschen Giftschleim. Wir auch gleich mal hier bei uns in Erzbuch vorbeigucken. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Hier sind 624 weitere Erz abgebaut worden. Das ist ordentlich. Okay, dann gucken wir mal, wo wir hier irgendwie Schleim auf dem Boden sehen. Da gehen wir dann hin. Ich glaube, das hier unten sieht relativ dicht aus. Und wir erstmal da noch ein paar Schleime finden. Ja, wir haben schon mal den ersten Schleimbohnen. War auch gleich mit. Können wir uns vielleicht irgendwann daraus eine Farm bauen. Dann nehmen wir hier mal alles an Schleim mit, was wir finden. Ja, das war nicht sonderlich viel. Dann gucken wir mal hier oben zur nächsten Stelle. Wirklich viel Schleim haben wir bis jetzt nicht bekommen. Dann gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht finden wir den Boss auch so. In diesem Biom hatten wir einmal schon mal den Ward Border gefunden. Stimmt, dieses komische Biom gab es ja auch noch hier. Aber auch noch nicht so wirklich viel drin. Können wir mal kurz reingucken, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Hier liegt schon mal der erste Ring. Aber wie immer ist das Inventar voll. Gut, die ganze Büschel können wieder weg. Guck mal, was haben wir hier? Eine Schimmel-Aderhalskette. Was bringt die? Oh, eine Menge Fernkampfschaden und immun gegen Schimmelinfektion. Ja, das könnte nicht schaden, wenn wir das zweite Set finden. Mal gucken hier nochmal ein bisschen um. Wir brauchen sowieso noch ein paar Samen von den Pflanzen hier. Was haben wir hier oben noch? Ein Blasrohr. Macht nicht so viel Schaden. Allerdings klingt Vergiftung ganz interessant. Aber ich glaube, unser Gelehrtenstab ist ja schon ein Stückchen besser. Oh, das hat aber viele von den Viechern. Ach komm, ich kann mich nicht bewegen.
Der mich hier dran trist. Jo, ist klar. Ach, und wir heilen uns auch so wenig. Will ich wieder raus? Eieiei. Versuchen erstmal mit Fernkampf die Dinger zu besiegen. Sehr gut. Okay, wir haben nochmal so eine Halskette gekriegt. Oder einen Ring eher. Oh nee, das ist wirklich was anderes als das, was wir gerade eben gefunden haben. Oh ja. Was kann jetzt weg? Er hat das Spiel angegriffen. Herzbeeren-Samen genug. Und Paprika auch. Da kriegen wir den Schimmelring. Wir können die beiden ja mal ausrüsten. Dann haben wir immer eine Immunität gegen diesen Schimmelschaden hier. Okay, so, jetzt können wir uns hier dann normal schnell bewegen. Das ist ganz angenehm. Hier gibt es nochmal einen Samen. Was ist das? Ach, nur Bombenpaprika. Okay. Guck mal weiter rein hier. Das war knapp. Hat sie jetzt genug Giftschleim-Effekt? Heiltränke bringen gar nichts. Okay. Heilen wir uns erstmal nochmal kurz ein bisschen. So, ich hoffe mal, das reicht. Dann gucken wir mal. Ja, so viele blöde Tentakel. Ach, das Ding habe ich ja komplett vergessen. Stimmt, das war immer so nervig, wenn das an der Basis losging. Ja, nochmal so eine Halskette. Wir nehmen mal noch eine mit anstatt hier den Satarfasan. Was haben wir hier gefunden? Was kann weg? Leuchttulpen. Hier? Schimmeltau. Ach, wieder was zum Verkaufen, ne? Wieder was Neues. Ach man. Sechs Leuchtschulden können weg. Das war es aber nicht, was ich haben wollte. Sondern das hier. Eine Steinkappe. Auch nur was zu verkaufen. Hätte es gedacht. Gibt's aber auch viele von den Viechern. Die Wände kann ich immer noch nicht abbauen. Okay. Hier scheint aber eine Sackgasse zu sein. Mal ein Stück zurück. Ich habe oben auch noch einen anderen Weg gesehen. Und dann gibt es eine Truhe. Aber ich habe da was Gutes was. Oh nein, nicht so kurz vor der Truhe. War rechtzeitig weggekommen. Okay, mal sehen. Wow. Einfach nichts, was man irgendwie gebrauchen kann. Ja. Können die Gifttränke mitnehmen. Der Teller wohl viel wert ist hier. Wir nehmen einfach mal mit, wenn schon in so einer Truhe liegt. Gut, dann gucken wir mal weiter nach dem Schleimbossgegner, was unser ursprüngliches Ziel war. Und hier ist auch wieder alles voller Gegner. Sehr gut. Die spawnen schon schnell nach. So, gut. Sind wir endlich wieder draußen. Dann können wir jetzt auch unsere andere Ausrüstung wieder anziehen. Ne, der war's nicht. Da hier war's. Und diese Halskette. Okay, dann können wir weiter suchen. Signierung. Oh, was kann weg? Muskete. Das ist Scarlet-Klinge. Ich meine, die konnten wir uns auch in der Werkbank herstellen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Aber wir haben noch eine Figur gekriegt. Die nehmen wir mit. Dass wir die Muskete hier liegen.
Können wir immer noch mal vorbei, dann können wir die wieder mitnehmen. Immer noch mal ein bisschen Schleim. Sind wir auch eigentlich gekommen. Hier gibt es nochmal einen Dungeon. War Ton drin. Mal gucken, ob hier irgendwo reinkommt. Hier, direkt hier. Man muss ja einfach irgendwas Brauchbares finden. Gifttränke. Das, was wir auf den Boden geworfen haben. Fackeln. Sonst nichts. Mal sehen. Hier gibt es irgendwo noch mehr Ton. Jetzt nochmal ein Teleporter. Und hier ist auch noch eine Truhe. Mehr Gifttränken. Große Heiltränke können wir gerade nicht stacken. Und Gold auch nicht. Lassen wir die erstmal hier liegen. Und gucken noch ein bisschen weiter. Hier wackelt der Bildschirm und liegt viel Schleim rum. Wenn wir Glück haben, haben wir hier sogar den Bossgegner gefunden. Och, dann kann man sich Scanner sparen. Ich habe noch keine 90 Giftschleim gefunden. Okay. Ach komm, Bildschirm. Neue Halskette. Ach, blöde Inventar. Und meine Rüstung ist auch noch kaputt gegangen. Super. Ja. Dann packen wir die Karok-Samen weg. Dann haben wir, ich glaube, schon genug in unserem Feld. Was wir bekommen haben, ist der Ivy's Ring. Mhm. 4,5% mehr Fernkampf. Angriffsgeschwindigkeit. Das weiß hat die 25%ige kritische Wahrscheinlichkeit, nachdem wir einen Gegner vergiftet haben. Klingt nicht schlecht. Aber passt, glaube ich, nicht ganz bei uns rein hier. In dem Bild. Na, da reparieren wir jetzt erstmal unsere Sachen. Sylt. Ach komm. Keine Sekunde Ruhe. Gucken wir weiter. Ja, irgendwo der Boss geht in der Nähe sein, oder nicht? Wenn das nicht so wackelt. So, dass ich so viel Loot habe. Warte mal, den ganzen Giftschleim mitnehmen. Okay, wir haben ihn gefunden. Da am linken Bildschirm ist er. Okay, wir werden weg von. Ach, das ist ein Schlamm. Weg von zu Hause sind wir denn. Und hier ein Stückchen. Das Inventar ist halt so nervig voll. Na gut, ich werde hier erstmal den restlichen Giftschlamm abfarmen, glaube ich. Aber das können wir den zu Hause benutzen. Irgendwelche Farmen. Ist schon voll. Ja. Okay. Wir markieren uns den Bossgegner hier mal auf der Karte. Ich glaube, da war er ungefähr. Und, upsala, das wollte ich nicht. Dann laufe ich nochmal kurz zurück. Ja, das Inventar aus. Und dann kommen wir wieder und besiegen ihn. Hoffentlich. Oh, ja. Dann gibt es einen kurzen Cut. Bis gleich. Und wir bauen uns, wenn wir schon mal hier sind, einfach einen geraden Weg zurück. Kommen wir mal schneller hin und her. Ich ist hier ein Schimmelbiom im Weg. Ach, hoffentlich kommen wir irgendwie. Einfach drum rum.
Und da ist mein Spiel abgestürzt. Perfekt. Okay, da sind wir wieder. Gib meine Statue noch da. Ja, die droppt mich nochmal. Mein Herz hätte ich gedroppt, aber. Ja, auch nicht. Nein, meine Statue ist weg. Na gut. Kommen wir uns weiter um den Weg. Schmilbium scheint noch bis hier zu gehen. Also bis noch ein Stück höher. Oh, wir haben hier noch irgendwas gefunden. Irgendein Samen? Was ich mir das kaputt machen sollte? Ups. Alte Sporenmaske. Okay. Anstatt auch wieder ein Item zu verkaufen. Ach Mann, jetzt ist das Inventar wieder voll. Muss uns noch neue Holzbrücken herstellen. Ja, lassen wir das Blasrohr einfach mal liegen. Kommen wir gleich nochmal vorbei hier. Haben wir nochmal eine Werkbank. Und neue Brücken. Okay, 500 sollen erstmal reichen, denke ich. Okay, sind wir fast zu Hause. Noch ein Stückchen nach oben. Da geht links gleich unser Weg rein. Okay, dann lernen wir erstmal unser Inventar aus. Okay, Inventar leer. Den Dorfbewohner haben wir auch zurückgebracht. Dann haben wir jetzt hier Tränke, Schild, Schwert, Rüstung, Fernkampfwaffe. Alles, was wir brauchen für den Bosskampf, hoffe ich mal. Denk mal, der wird nicht so schwer sein. Ich meine, ist immer nur ein Schleim. Hoffe ich. Wir könnten uns allerdings noch ein paar andere Ringe mitnehmen. Zum Beispiel den antiken Wächterring und den Wirbelring. Die beiden sind besser für den Bosskampf. Und da wir die ganze Zeit diesen Heilungs-Debuff haben werden, bringt der Grottlingering sowieso nicht so viel. Okay, dann schnell zurück zum Boss. Gut, sind wir wieder hier. Dann machen wir den restlichen Schleim mit, den wir noch nicht aussammeln konnten. Dann ist das Inventar auch schon wieder halb voll. Perfekt. Dann gucken wir mal. Ich denke mal, dass der Schleim genauso funktionieren wird wie alle anderen Schleime auch, dass man so einfach hinterher springt. Da frage ich mich, ob der über Wasser springen kann. Können wir hier diese beiden Wasserbecken verbinden? Mal gucken, ob wir uns einfach ins Boot setzen können. Ich kann uns ja gar nichts tun. Man kann ein bisschen oben hochlocken, aber ich denke mal schon. Ja, da vorne am Rand steht, wird man einfach die ganze Zeit einen Stab drauf schießen. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir stellen das Boot mal dahin, holen unsere Tränke. Den Giftstein brauchen wir nicht, aber wir packen einfach mal rein. Giftstein, den Giftheiltrank. Okay, und dann. Richtigen Ring haben wir, Schild haben wir. Guck mal, wir schießen einfach mal einmal an. Ups. Kommt jetzt? Okay, ja, kommt. Was machst du jetzt? Kommst du hier rüber? Okay, ja, kommt. Okay, raus, raus, raus. Dann nehmen wir unsere Tränke und greifen ihn an. Scheint doch noch was anderes zu machen. Mal, dass das mit unserem Schild tanken können, dass er zuerst stirbt. Ja doch, das sieht gut aus. Ah, das wird ja kein Problem sein. Okay, der war verhältnismäßig ziemlich einfach. Wenn man den mit unserem letzten Bosskampf vergleicht. Dann gucken wir mal, was kriegen wir hier? Einer? Giftige Sichel. 75 bis 213. Ah, nicht schlecht. Oh, 2,5 Angriffe pro Sekunde. Macht unser Schwert auch. Okay. 80% kritischer Trefferschaden ist natürlich ziemlich stark. Wenn wir vielleicht immer mal so ein Crit-Bild spielen möchten, kann man die sicherlich gut benutzen. Das ist natürlich die Frage, was wir noch hätten bekommen können. Jetzt ja mal eine Loot-Liste angucken. Okay, wir hätten noch eine Halskette bekommen können, die uns immun gegen Gift macht. Und dann noch eine Rüstung, die uns einen kritischen Schaden boostet. Oh, und ein Schleimschild. Das klingt ganz interessant. Aber unser Schild ist ein bisschen besser, glaube ich. Auch wenn das andere noch Gift machen kann, wenn wir erfolgreich blocken. Okay, haben wir den Bossgegner erfolgreich besiegt.
Wir machen unser Boot, bevor wir das hier vergessen. Aber guck mal hier die neue Sichel. So, Crit-Build klingt eigentlich auch ganz interessant. Vielleicht bauen wir uns irgendwann mal ein. Ich glaube, wir brauchen eher irgendwas, das uns tankier macht, um gegen den anderen Boss anzukommen. So einen blöden Tintenfisch. Wenn ich das mal hier kämpfen muss, wie kann ich den beschwören? Die spawnt einfach irgendwann oder brauche ich wieder irgend so ein Item? So eine Statue, wie wir auch bei den anderen Boss gebraucht haben. Und nehme einfach nochmal den restlichen Schleim mit und gehe dann langsam zurück. Ja, haben wir den Schleim auch abgebaut. Inventar ist auch schon fast wieder voll. Dann gucken wir mal zurück. Endlich zu Hause. Dann gleich nochmal das Inventar ausleeren. Okay, dann wollen wir nochmal gucken, wie die Schleimfarm läuft. Müssen wir auch noch irgendwann umbauen. Und ich werde ein bisschen was zusammengekommen. 23 Schleim. Ich habe jetzt hier mal die Villager durchgeguckt, aber wie es aussieht, verkauft keiner einen weiteren Beschwörungsstein. Es sei denn, man kann hier auch den ganz normalen Großschleim verwenden, um den Ivy nochmal wieder zu beleben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gut, jetzt sind wir schon wieder bei 2,5 Stunden. Haben keinen wirklichen Fortschritt gemacht bei unserer Ausrüstung. Aber immer noch mal einen weiteren Bossgegner besiegt. Dann können wir in der nächsten Folge nochmal diesen komischen Madugatz suchen und besiegen. Aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.